zu dir zusammengekommen, um der Dunkelheit zu huldigen. Wir wollen streiten für die Macht der Nacht.
Trend betiteln würde, sähe dann seine Forsten einen Aufruf für alles Schlechte im Menschen. Hass, Krieg, Gewalt. Alles das ist Satan seiner vor. Thank you.
In der Geschichte von Zeta und seiner Four sind viele Sachen vorgefallen. Ich komme jetzt erstmal auf die Bandgeschichte. Es fing alles an 1998. Kreul und ich schlossen uns zusammen, einen Krieg anzufangen gegen das Christentum. Wir hatten eigentlich das Ziel, nicht verbal Musik zu machen. Wir wollten den puren Terrorismus. Das haben wir leider nicht erreicht, weil wir wurden mehr oder weniger populär. Alle waren nur an unseren Demos interessiert. Keiner wollte uns sozusagen mit uns irgendwelche Aktionen starten. Alle wollten nur unsere Musik hören. Das ist ein weiterer Grund, warum sich Zeta und seiner Four aufgelöst hat. Es gibt natürlich. Demo haben wir aufgenommen mit Kelmich Visto damals, der an den Drums gespielt hat. Dann war der Kreul an der Gitarre, wie bis jetzt noch. Und ich habe halt als Schlagzeug, damals noch nicht Schlagzeug gespielt, damals habe ich Bass und Gesang. Ja, dann haben wir unser erstes Demo aufgenommen, der totale Hass gegen die verdammte, naja. Dann das zweite Demo, Second War. Natürlich mit anderer Besetzung, ich am Schlagzeug. Damals hatten wir einen neuen Sänger gehabt. Und der hat dann auch schnell möglich die Band verlassen, weil ihm das alles so, ja, ich weiß auch nicht, extrem kann man nicht sagen, aber er hatte keinen Bock darauf. Ja, dann haben wir das dritte Demo aufgenommen, den Total War. Das soll ein Tribut sein für die beiden ersten Demos sozusagen. Das soll, ja, ein Tribut sein. Die beiden Demos, also der Tribute-Tape soll ganz im Zeichen von den ersten beiden stehen, der totale Hass, Zerstörung, Vernichtung, alles was in meinem fiesen Kopf halt so rumgeht. We'll be right back.
Ja, wie ihr alle wisst, hat sich Zeldon seine Vor aufgelöst. Diverse Gründe dafür will ich jetzt hier nicht sagen. Interessiert eh keine Sau. Auf jeden Fall haben wir jetzt. Zur dritte Demo soll ja vorab zur CD eigentlich sein. Die CD hat es natürlich in sich. We'll be right back.
Fallen! An seiner vor. Der wahre Black Metal und alles, was ihn umgibt, den wahren Geist habt ihr zerfressen, ihr Parasiten. Wir sind hier, um diese Welt vom Dreck zu erlösen. Wir sind hier, um zu kämpfen in der Schlacht. Wir sind hier, zu streiten für die Dunkelheit!
Wir sind hier!